Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tho, so mit Space Marine, und wir sind da Kapitel 3 in der Höhle des Löwen. Ne? Wir müssen da jetzt die Geschützfestung betreten und das Ork-Territorium durchqueren. Und da gehen wir dann gleich aufs Ganze. Wir haben da gerade einen kleinen Ork erwischt, aber da hinten gibt es ja noch ein paar. Und wahrscheinlich nicht so knapp, so wie ich das sehe. Und ja, ich bin in dem Spiel ja schon mal gestorben. Und das wird jetzt, glaube ich, noch des Öfteren passieren, weil wir Titus ja so cool im Nahkampf sind und auf die Granaten nicht achten. Ja, ja. Wo sind denn die Heinzis? Moschen. Gefährlich alles da. Komm nur. Was wirklich stört, ist, dass man da nicht springen kann mit dem Jungen. Also ein jeder Stein hält einen auf. Und ja, seht ihr? Genau so, das habe ich mir gedacht. Wo sind denn die Jungs jetzt? Oh, da unten. Oh, oh, da oben ist ein Dicker. Wo ist er? Dort. Fuck, wo sind denn die Jungs? Die laufen alle. Weg. Ah, ja, ja, ja. Komm, Titus. Was ist denn jetzt los? Oh. Wo laufen die denn hin? Und von wo? Ich hole mir mal schnell, was ich da brauche. Was ist das? Mumm, habe ich noch genug? Gestartet. Es wird Tage dauern, sie zu befreien. So lange können die Imperialen nicht überleben. Wir müssen das Geschütz irgendwie zerstören. Ork-Boss. Wo? Wo ist ein Ork-Boss? Leute, macht mir nicht Angst. Abstand halten ist gut. Space Marine erkannt. Zugang zum experimentellen Vergeltungswerfer erlaubt. Ein Vergeltungswerfer? Klingt vielversprechend. Vergeltungswerfer? Freigeschaltet. Der experimentelle Graia-Schema-Vergelter-Werfer ist ein spezialisierter Werfer für magnetisierte Fusionsladungen, die an Wänden und feindlicher Panzerung haften bleiben. Buh! Also wir müssen schießen und mit Back zünden. Okay, Leute. Und das ist der... Achten Sie auf den Boss! Ja, haha, wo ist denn der Boss? Ich mach mir schon ins Hemd. Ja, ich laufe mal drauf los. Wenn der Boss nicht kommt, dann kommt er eben nicht. Und komm her. Wo ist denn der Vergeltungswerfer? Ah, da ist er ja. Wir haben den ausgerüstet und... Ja, ich auch. Ah,
Ah, wir verschwenden Namun für diese Nahkampf-Hansys. Na, komm her. Autorisation Astartes Alpha. Zugriff gewährt. Eine Rüstkammer. Sicherlich nützlich. Ja, Rüstkammern sind immer nützlich, Leute. Aber ich habe mir da ja voll viel mehr vorgestellt. Aber ich rede schon wieder im Vorhinein, weil jetzt werden wir wahrscheinlich gleich... Ja. Rüstkammer, cool, komm. Schauen Sie, Captain. Meltersprengladungen. Platzieren Sie die an den richtigen Stellen. Dann bricht die ganze Festung zusammen. Wir könnten die Ladung an einem der Geschosse anbringen. Leandros, Sie machen den Orden stolz. Gut. Was soll ich das jetzt machen? Ah, bitte nicht. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Nicht vergessen, dass Sie durch das Steigern der Quoten den Maschinen sortieren. Schon wieder sterben, Leute. Komm. Wer hat denn mich da? Der Junge. Da ist mehr nötig, um Lord zu töten. So, komm, Junge. Das war wieder mal heftig. Und wir sind schon wieder fast gestorben. Obwohl das ja nicht so schwierig sein kann, hier zu überleben. Irgendwie ist der Titus extrem hart drauf. Nur wo müssen wir jetzt denn da hin? Oh, oh. Oh. Der versteckt sich. Habt ihr das gesehen? Munitionslager ist unten. Wo unten? Cool. Fuck, Leute. Das kann nicht wahr sein. Und die Rüstung ist wieder blitzeblank. So. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben jetzt überlebt. Einfach so. Mit dem Wildheitsmodus und unserem Boulder, das kommt schon gut. Zugang auf obere Decks beschränkt. Die Kettensäge in der Hand, ja, komm. Schauen wir uns da mal ganz kurz um, bevor es wieder los. Oh. Der lauft davon.
Wie schaut's denn aus mit der Mond? Ist okay, das ist unendlich. Da haben wir 10 und da 18. Das werden wir gleich einmal brauchen, denke ich. Granaten haben wir auch noch wenige geschmissen. Ist eigentlich scharf. Wenn wir. So schnell wird denn die Munition nicht ausgehen. So, sind wir wieder voll auf Trab. Okay. Ja, ich denke, wir machen hier kurz Schluss und sehen uns gleich beim nächsten Video, wenn die Jungs da vorne auf uns schießen. Okidoki, Leute. Ich denke, ja. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Bis gleich, euer Toso. Ciao.